Hi Friends, ich bin's, euer Stylianos. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Speaker von Hypercar-Sharing und ich habe heute auch die Geschäftsführerin, die Oksana, dabei, die euch dieses wunderschöne Auto, was wir auch im Netz überall haben, vermietet. Problem ist, wir geben heute mal ein Update, Corona-Update, was überhaupt los ist, denn der Lockdown, der zwingt nicht nur die normalen Autovermietungen in die Knie, sondern auch natürlich Luxuscar-Anbieter, wie das die Oksana zum Beispiel ist. So, warte mal, ich fahre mal hier nach rechts, dann filmen wir weiter. Wir haben auch heute wieder zwei Kameras am Start. So. Ja, und was ist los, ihr Lieben? Also, Corona hat natürlich das ganze Konzept jetzt erstmal versaut. Ja. Ist so? Ja, ist so. Ist so. Und jetzt muss man mal schauen, wie kann man euch trotzdem noch eine Freude machen und uns natürlich auch. Denn wenn man nichts vermietet aktuell wegen Corona, ist es natürlich so wie es ist, brutal scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. So, und deswegen sind jetzt trotzdem alle, sagen wir mal, Maßnahmen ergriffen worden, damit sicherlich auch eine Gesellschaft wie diese überlebt, aber auch damit man euch trotzdem beglücken könnt oder wir euch beglücken können, weil es ist ja so, dass viele Leute abgesagt haben, denn wir wenden uns ja auch beispielsweise an Menschen, die eine Hochzeit feiern, das Auto der 812 Superfast gebucht, alles safe, dann kam Corona, Lockdown. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal eben vorbei, damit wir mal kurz... Jo, so. Lockdown und schon hast du Absagen, weil alle Hochzeiten sind verschoben worden. Die Leute können ja nicht mehr feiern zum Beispiel auf nächstes Jahr. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, erstens ein 812 Superfast ist viel zu schade für die Garage. Definitiv. Definitiv. Wir werden auch nochmal ein Werbevideo, ein Promotion-Video drehen mit dem Fahrzeug, wo wir euch ein paar sehr schöne Bilder zeigen möchten von diesem Fahrzeug. So, und da gibt es natürlich auch andere Menschen, die einfach abgesagt haben, weil man kann momentan überhaupt nicht feiern. Und viele unserer potenziellen Kunden hätten das Auto einfach genommen zu besonderen Ereignissen. Und dann kommt das Zweite dazu. Wir haben in Deutschland 10 Millionen Menschen mit Kurzarbeit. Schlimm. Das ist so schlimm, ihr Lieben. Und auch diese Menschen müssen natürlich schauen, wie sie ihren Euro dreimal umdrehen müssen gerade und sicherlich für einen Luxuscar gar kein Geld ausgeben möchten, was wir total verstehen, was auch richtig ist. Denn letztendlich sollen ja alle Parteien Spaß haben, nicht nur wir als Luxuscar-Vermieter, sondern auch der Kunde, der das Geld einfach bringt und damit sich auch sehen lassen kann. Aber die Webseite, wir haben es überlegt, ne? Ja. Die Webseite ist on mittlerweile, das könnt ihr sehen. Die wird auch jetzt nochmal überarbeitet, weil wir sogenannte Corona-Angebote raushauen möchten. Wahrscheinlich schon ab Juni, wo ihr für ganz, ganz wenig Geld, wenn ihr natürlich alle Voraussetzungen erfüllt, weil ein paar müsst ihr leider schon erfüllen, wegen der Versicherung allein schon. Aber für ganz, ganz wenig Geld, dass ihr mal in den Genuss kommt, so ein Auto tatsächlich nicht nur für einen Tag zu haben, sondern die Oksana hatte mit mir überlegt, ob wir euch dieses Auto nicht für ein ganzes Wochenende zur Verfügung stellen möchten, zu einem Preis, den ihr normalerweise in der Woche hätte zahlen müssen, um Spaß zu haben. Denn so ein 812 muss bewegt werden, der geht ja sonst kaputt. Seid gespannt auf der Webseite, die jetzt mittlerweile on ist. Da wird nochmal ein ganz tolles Gimmick eingebaut, wo wir euch punktuell mit interessanten Preisen beglücken können. Dazu werden wir ziemlich viele Google Ads schalten, damit ihr uns überhaupt findet. Und ja, seid mal gespannt. In was für ein Auto sind wir heute unterwegs? Hat mit Hypercar Sharing nichts zu tun. Ja, ihr wisst schon, ich habe schon mal ein Video mitgedreht. Ist mein privates Auto, mein Jack. Ist
trotzdem geil. Der Jack ist einfach bei so einem Wetter wie heute, was haben wir heute? 22. Mai, nach Vatertag. Brutal geiles Wetter, obwohl die Sonne scheint zwar nicht so gut, aber es ist, was haben wir überhaupt hier, 26 Grad. Und haben gedacht, machen wir einen kleinen Film, kleines Update für euch. Weil es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die das Auto haben möchten. Ich habe schon mal meine Fühler ausgestreckt. Was wäre der Kunde bereit? In Corona-Zeiten, wo man eben nicht auf die Köse unbedingt kann, jetzt so gerade wieder in die Restaurants kann, sich zeigen kann, sonstige Dinge tun kann. Und für diese Menschen, die Bock haben, die sich das Leben durch Corona nicht vermiesen lassen, so wie wir gerade auch nicht, ist so ein Preis gedacht. Also, seid gespannt. Der Preis ist definitiv nur dreistellig fürs Wochenende. Das kann ich schon mal verraten. Aber wir müssen noch klären mit der Versicherung, ob wir die SB noch ein bisschen runterdrücken können, weil das wird momentan den Kundenkreis sowieso noch mal einschränken, weil in Corona-Zeiten sind ja auch von den 3,4 Millionen Unternehmern, die wir in Deutschland haben, und ihr wisst ja, ich bin ja noch im Beruf Steuerberater, kenne mich da ein bisschen aus, da ich da bundesweit arbeite. Die haben natürlich auch das Problem, dass sie das Geld auch nicht mehr so locker haben für Spaß im Leben, weil die müssen jetzt ganz andere Probleme lösen. So ist es leider in Corona-Zeiten. Aber wir lassen uns definitiv nicht unterkriegen. Okay, ihr Lieben, ciao, bis bald, euer Stylianos.